Und da sind wir auch wieder zu Let's Play Gothic in der Folge Nummer 29, ist auch egal. Wir sind wieder da und dann geht's jetzt auch gleich weiter. Wir wollen einmal mit Lester sprechen und dann wollen wir nochmal sehen, wie es dann um die anderen Baals steht. Denn ich habe ja versprochen, dass wir hier alles durchquesten. Oder redest du mit uns? Der redet nicht mit uns. Aber du bist eine Vize. Komm. Redet der auch mit uns? Nee, also der will nicht mit uns reden. Ach doch, jetzt. Jetzt anscheinend. Hallo? Kann ich dich ansprechen? Wieso kann ich dich... Jetzt! Haha, geht das. Hi. Wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Cor Kalom, direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Okay. Mach ich. Das machen wir mal zuerst, bevor wir jetzt weiter mit Lester sprechen, weil ich glaube, das dürfte den Baal, den anderen Baal da beeindrucken. Und damit haben wir dann noch einen Fürsprecher. Wobei wir ja, wie gesagt, also man kann nicht allen Lagern angenommen werden, weil du das immer gegenseitig versaust. Die Liste ist halt auch entscheidend. Aber wir werden uns, soweit es wie es jetzt aussieht, nach den Umfragen. Jede Stimme ist dann halt immer ein Punkt. Und bis jetzt gewinnt durch meine Stimme und einen werten User gewinnt das neue Lager. Ja, falls ihr noch andere Wünsche habt, ihr könnt zum Zoom-Flag anschließen, könnt ihr das einfach in die Kommentare schreiben. Ich zähle das dann durch und sage dann am Ende, wie es denn am Ende steht. Gut, aber wir kommen jetzt mal. Ich meine, das warst du, Harlock, da bist du. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist Gorim schickt mich. Was? Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Ich glaube kaum, dass ich daran was. Bleib locker! Hast gewonnen! Kluges Kerlchen. Aber behalt's für dich, muss nicht jeder gleich wissen. Ich glaube, wenn ich jetzt zusammenknüppel, dann werden die Wachen uns gleich, ja, auch mal zusammenknüppeln. Wir quatschen nochmal vor mit Fortuna, Fortuno, eine tödliche Portion, ja, super. Bleib locker, hast gewonnen! Kümmerliche Vorstellung, ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Wir warten mal kurz. Dass er aufgestanden ist. Ein schwebt hier ein Bild? So sieht man es gar nicht. Das gar nicht. Aber diese Hütten, also auch mit dem Grafik, mit diesem Update, das sieht eigentlich echt schick aus alles, ne? Ich rede mit dir. Suchst du wieder Na, hast du lang... Verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Lass mich mal vorbei. Siehst du? Geht auch. Ich hoffe, dass uns niemand angreift jetzt. Sieht aber gut aus. Gut. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, wir können zu ihm laufen und ihm sagen, seine Ablösung ist unterwegs. Gut, damit haben wir das wieder etwas Gutes mal getan. Und wir laufen hier durch und hier durch und springen auch einmal hier rüber. Zack. Mann, ich dachte nicht, dass das klappt. Oh, jetzt muss ich diese Suppe hier durchwarten. Ekelhaft. Aber egal, wir wollen uns ja bis jetzt dem neuen Lager anschließen. Und dann wollen wir mal schauen, wie das aussieht. So. Dann sprechen wir mit ihm. Ich habe mit Gorin. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Cor Kalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf
arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalum ins Alchemielabor. Ja gut. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Okay. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Also ab in den Sumpf. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Sumpf aber absturzanfällig. Ich drück's mal so aus. Weshalb wir uns auch gleich mal hier ein bisschen vorsichtiger bewegen. Und deswegen speichern wir nochmal und wir werden da auch ein paar Mal speichern, bis wir dann die gesamte Erde zusammen haben. Fertig. So, und weiter. Auch die Weitsicht hier im Sumpf ist wesentlich besser mit dem Mod. So, hallo mein werter Templer. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Gute Leute suchen wir immer. Aber du wirst hart an dir arbeiten müssen. Erst ein fortgeschrittener Novize kann zum Templer befördert werden. Es ist die höchste Ehre für einen Anhänger der Bruderschaft des Schläfers. Ist klar. Aber wir können jetzt schon mal ein paar Sachen sammeln. Und diese Sumpfheile, die ihr da vorne seht, diese Schlange da, sag ich mal, die sind verdammt gefährlich. Vor denen werden wir uns noch lange fernhalten. Noch sehr lange. Ich sag mal, ab Ende des Let's Plays werden wir uns mit diesen Viechern anlegen können. Davor bekommen wir von denen nämlich richtig auf die Fresse. So. Gut, jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren ein bisschen, wegen diesen blöden Pissviechern hier. Okay, einen haben wir. Okay, komm, komm runter, hey, du Mann. Super. Gut, das haben wir geschafft. Jetzt kann ich wieder quatschen. Und mir fällt gerade auf, dass die Musik ein bisschen laut ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm. Und mir fällt auch auf, dass wir was essen müssen. Das ist gut. Ihr werdet später verstehen, was ich gerade eben getan habe. Erinnert euch an diesen Moment, wo ich diese Pflanze da oben begutachtet habe und dann denkt später noch einmal daran. Und jetzt hauen wir erstmal diese blöden Fliegen kaputt. Mann, die können fliegen, das ist echt fies. Aber besser, ne? Irgendwie war ich echt mal schneller. Weil härter geworden sind die Viecher nämlich nicht. So. Und so. Und so. Und so. Gut. Und jetzt müssen wir die Sammler noch finden. Kumpel, was machst du hier? Hallo, bleib mal stehen. Bleib stehen. Ach Gott, jetzt kann ich ihn nicht folgen. Bleib stehen, wo fällst du hin? Ja. Irgendwie will der nicht stehen bleiben. Dann lassen wir ihn laufen. So, wir kümmern uns jetzt hier weiter unseren Auftrag. Aua, my God. Oh Mann, du, diese Viecher machen mich fertig, ne? Mein Gott, irgendwie war ich früher echt mal besser. Also in den letzten Aufnahmen, da habe ich die hier reihenweise zusammengehauen. Und jetzt knüppeln die mich hier fast tot. Und wir müssen weiter erstmal ein bisschen Fleisch essen wieder. Warum ich jetzt Fleisch nehme und keine anderen Kräuter? Weil Fleisch für mich am billigsten ist und viele der anderen Kräuter, es bringt mir sie zu verkaufen. Aber wir treffen das Viech auch irgendwann. K-
Kampfmusik setzt ein, aber irgendwie können wir das Viech nicht treffen. Jetzt treffen wir es. So, komm. Gut, jetzt haben wir es tot. Jetzt haben wir sie tot. Und mit dem Looten dieser Tiere verabschiede ich mich für die nächste, bis in die nächste Folge. Wir sehen uns, Jungs. Haut, wartet, haut.